Der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal ist ein viel diskutiertes Thema. Daher ist es in der Gemeinde Golling ein großer Gewinn, dass Frau Dr. Doppler-Robel den Schritt in die eigene Praxis wagt. Das Gesundheitszentrum bietet für sie ideale Voraussetzungen für ihr Engagement. Ja, also ich lebe seit 2013 in Golling, auch vorher schon im Tennengau. Und natürlich bin ich an dieser Stelle schon öfter vorbeigekommen und habe mir dann gedacht, das wäre eine ideale Ergänzung und ein idealer Arbeitsort im Gesundheitszentrum. Und die Lage ist einfach auch leicht erreichbar, also auch für beeinträchtigte Menschen. Und ich glaube, dass einfach auch die Nähe halt zu Sozialeinrichtungen sehr wichtig ist. Heute ist ja der Spatenstich erfolgt, eben für das neue Seniorenwohnhaus. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es hier kurze Wege gibt. Die Anforderungen im Gesundheitswesen steigen stetig. Daher ist die Eröffnung von neuen Facharztpraxen von großer Bedeutung. Die Gemeinde hat völlig richtig erkannt, dass die großen Herausforderungen in den nächsten Jahren und in mittlerer und weiterer Zukunft genau die zwei Themen sind, Gesundheitsversorgung und Pflege. Und da müssen wir einfach entsprechend Vorsorge treffen und solche Einrichtungen umsetzen und möglichst auszubauen und ausbauen. Und genau das macht Golling und das ist ein ganz richtiger Weg. Gerade die medizinische Versorgung ist also für unsere Bevölkerung immer wichtiger. Man kennt ja allgemein also die Situation also in den ganzen Praxen und also Krankenhäusern. Und da ist natürlich eine professionelle medizinische Versorgung in der Richtung. Also wir haben schon einige Ärzte in diesem Objekt und da ist eigentlich nur eine zusätzliche Bereicherung auch noch für unseren Ort Golling und auch für die Umlandgemeinden. Das Gesundheitszentrum beherbergt schon mehrere Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen. Angrenzend an die neu eröffnete Ordination stehen noch Räumlichkeiten zur Verfügung. Ja, wir hätten da noch 3 Geschäftsflächen. Also man könnte da 3 Arztlokale und Praxisräume machen oder auch zum Beispiel ein Sanitätshaus, Apotheke. Also es gibt da noch viele Möglichkeiten. Wir können da individuell auf die Wünsche von unseren Kunden eingehen und man hat die Möglichkeit, entweder das Ganze zu mieten oder einen Teil zu kaufen oder zu mieten, wie man eben dann möchte. Das heißt, wir sind da flexibel, auch was die Einrichtung betrifft, stehen einem alle Wünsche offen. Für die ältere Generation, die in Zukunft im Seniorenwohnhaus in der Nachbarschaft zu Hause sein wird, bietet die ärztliche Nahversorgung Sicherheit. Baubeginn für das neue Objekt ist im Mai 2018. Das wird ein Projekt, wo ich einen Lebensmittelfachmarkt, das neue Seniorenwohnheim der Gemeinde Golling und 3 Eigentumswohnungen errichtet wird. In dieser Art und Kombination, meines Erachtens, glaube ich, oder meines Wissens noch das erste, was im Bundesland errichtet wird, dass ein Seniorenwohnheim direkt über einen Lebensmittelfachmarkt ist. Für die älteren Herrschaften natürlich was Interessantes, weil immer Bewegung da ist und auch immer was los ist und sie trotzdem zentral im Ortskern der Gemeinde wohnen können.